Nicole Mennel. Ich bin hier auf der CeBIT bei Microsoft und habe mir einen Ansprechpartner gesucht für NFC. Hallo, wen habe ich denn jetzt hier vor mir? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Kai Manzel. Ich bin bei Microsoft Deutschland und bin dort Enterprise Marketing Manager. Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie sich bereit erklärt haben, mir die NFC-Funktion zu zeigen. Wir haben ja hier so eine Versuchsfirma, so eine Testfirma. Wie geht denn das? Genau, Microsoft hat sich zum Erklären des Themas Share Economy, was dieses Jahr das CeBIT-Messemotto ist, einfach die Beispielfirma, die virtuelle Beispielfirma hergenommen, die wir schon länger haben, Contoso. Contoso ist ein Fahrradhersteller und was fällt mit diesem Motto nicht leichter, als zu sagen, Contoso wird jetzt auch Fahrräder verleihen. An wen? An mich als Endkunden. Konsumenten. Ich brauche dafür eine Applikation auf meinem Windows-Phone. So, wie bekomme ich denn die App aufs Phone? Ganz einfach, Windows Phone, in der Zwischenzeit Windows Phone 8 kann ganz neu NFC. Dazu halte ich mein Telefon einfach vor den Tag. Den haben wir hier in der Wand. Ich sage annehmen. Automatisch und ganz sofort bin ich im Store und könnte mir die Anwendung runterinstallieren. Das habe ich natürlich schon mal gemacht. Genau, wir haben da schon mal was vorbereitet. Wir haben da schon mal gekocht. Dann startet meine Karte. Ich kann ein bisschen reinzoomen. Das ist eine Bing-Karte. Der blaue Punkt, das ist meine Position. Ich sehe die verschiedenen Fahrräder um mich rum. Wenn eine Ziffer draufsteht, dann ist die entsprechende Anzahl an Fahrrädern da. Ansonsten ist es halt nur ein einziges. Ich nehme mal dieses Fahrrad hier, kann dann dahin navigieren. In dem Fall ist das die Nokia-Kartennavigation, die ich dafür hernehmen würde. So kann ich einfach mal eine andere Applikation aus einer Applikation heraus öffnen. Gerade für Endkunden ist das ein Szenario, wo sie diesen Übergang überhaupt gar nicht merken. Und wenn ich denn dann am Fahrrad bin, wir gehen jetzt mal zu unserem Fahrrad. Was so dicht steht es jetzt nämlich auch, wir hätten die Navigation ja gar nicht gebraucht. Ja doch, aber Navi ist immer gut. Weil hier haben wir uns nicht verlaufen können. Dann kann ich einfach an die Schnittstelle dieses Fahrradschlosses mein Telefon halten. Die Miete startet, zeige ich dann auch gleich, wenn ich das Fahrrad ausgenommen habe. Die Miete startet, ich kann dann auch sehen, wie lange ich halt schon gefahren bin. Meine Uhrzeit startet, einige Sekunden fahre ich jetzt schon. Ich radel die ganze Zeit so ein bisschen durch die Gegend, suche mir die nächste Station, gebe das Fahrrad wieder ab, Schloss sperrt zu, ich ende auch meine Miete. Dadurch, dass wir ein Preismodell gewählt haben, um für unsere Businesskunden später noch Business Intelligence Themen zu erklären, das kostete nichts. Ich sage einfach noch, das Fahrrad ist in Ordnung und könnte sofort wieder losgehen, mir das nächste Fahrrad zu nehmen. Ja, oder erstmal einen schönen Kaffee trinken gehen, ne? Oder einen schönen Kaffee trinken gehen, das wäre natürlich auch toll. Das ist jetzt so ein Modell, was schon auch so durchführbar wäre, das bieten Sie Ihren Businesskunden an? Das ist so natürlich durchführbar. Microsoft selber wird nie in das Fahrradverleihgeschäft einsteigen. Zumindest kann ich mir das so nicht vorstellen. Uns dient das wirklich als ein Beispiel aufzuzeigen, was ist technologisch jetzt alles bereits möglich. Hier haben wir mit Partnern zusammengearbeitet, zum Beispiel einer Firma Media Lesson, die uns die Applikation mitgeschrieben hat und der Firma Corelog aus Holland, die dieses Fahrradsystem mit NFC so auch in 7 Städten bereits vertreibt. Kann ich das mir auch zum Beispiel für Carsharing vorstellen? Sowas kann ich mir für Carsharing vorstellen. Ich kann mir solche Geschichten aber auch für einen größeren Business-Aspekt sogar vorstellen, indem ich Containersteuerung im Hafen ganz genauso machen würde. Oder dass ich das Bezahlsystem meiner Kantinenkarte auf solch ein Telefon mitlegen würde. Ja, ich warte noch auf die Killer-Applikation. Ich hoffe, dass viele Handys demnächst NFC haben, dass man das auch nutzen kann, denn sonst haben wir ein bisschen Henne-Ei-Problem. Ja. Also bisher ist das in allen Windows Phone 8 integriert. Ja. Damit haben wir einen absoluten Wettbewerbsvorteil. Das ist was, auf den wir natürlich eigentlich ganz froh sind. Ja, herzlichen Dank und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Vielen Dank. Wiederschauen.